Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Mit dabei Kater Luke so ein bisschen. Der ist sich noch nicht so ganz sicher, ob er jetzt schlafen gehen möchte oder ob er, na doch, er geht schlafen. Der hat nämlich heute hart gearbeitet. Freunde, ja, also was ist passiert? Es ist relativ verrückt, denn die Schlagzeilen sind wieder voll mit Marc und Verena und das wohl, weil Verena Kehrt einen Notarzteinsatz ausgelöst hat, um sich denn kurz darauf verliebt mit Marc zu zeigen. Man möchte nicht vermuten, dass sie diesen Notarzteinsatz bewusst ausgelöst hat, damit der Fokus der Presse auf sie fokussiert ist, um hier mit Marc in Love Schlagzeilen zu schreiben, nach den Belästigungsvorwürfen, die es in der Vergangenheit gab. Es entsteht ein bitterer Beigeschmack. Ich denke mal, ihr werdet mir beipflichten. Aber ich werde euch das hier alles nach und nach aufbröseln und euch das hier erklären, was passiert ist. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Jenny, das ist genau die kleine Portion Trash, die ich am Morgen brauche. Ihr wisst, immer morgens um 8 zum ersten Kaffee. Für dich herzlich eingeladen, diesen kleinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sind eine kleine Familie und auf dem Weg wieder zu 12.000. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen, Freunde. So, also, ich habe es euch schon erzählt. Verena Kehrt ist zusammengebrochen und hat einen Notarzteinsatz ausgelöst. Hier möchte ich erstmal ganz zu Beginn ihr eine gute Besserung wünschen und hoffen, dass es ihr bald wieder so richtig gut geht. Ich kann aber hier schon einen Spoiler aussprechen, es geht ihr schon wieder richtig gut. Also, wir schalten einmal rüber zu Focus Online und schauen uns genau diese Schlagzeile einmal an. Marc Terenzi und Verena Kehrt, zu viel Stress, sie war in ärztlicher Behandlung. Und hier sind die beiden schon. Bei Marc Terenzi und Verena Kehrt ist derzeit ganz schön was los. Eine Schlagzeile um das Paar jagt die nächste und nicht alle sind positiv. Das hatte nun gesundheitliche Folgen für die Moderatorin. Sie erlitt auf der spanischen Insel Mallorca einen Zusammenbruch. Zitat Ende. Also Marc und Verena sind immer noch auf Mallorca auf einer Veranstaltung. Die haben ja da auch ein bisschen Urlaub gemacht. Also sie sind halt immer noch auf der Insel. Und da ist das denn passiert. Hier, das mit den sexuellen Vorwürfen können wir mal überspringen. Das haben wir hier auf dem Kanal schon besprochen. Ich verlinke euch das Video hier einmal. Aber hier, das ist entscheidend. Auftritt abgesagt. Verena Kehrt musste in ärztliche Behandlung. Die 41-Jährige, die sich nach ihrem Ausscheiden aus dem Dschungelcamp Anfang 2023 mit Marc Terenzi verlobte, ist laut Bildinformation am Samstag, den 15. April, auf Mallorca zusammengebrochen. Das Paar war für eine Fashion-Veranstaltung auf der spanischen Ferieninsel gebucht, sollte gemeinsam auftreten. Für Verena war dabei die Rolle der Moderatorin vorgesehen, während Marc für musikalische Unterhaltung sorgen sollte. Doch dazu kam es nicht. Abends ging das Event ohne Verena über die Bühne, die laut Information der Tageszeitung ärztlich behandelt werden musste. Lediglich Marc kam seinen Job nach und performte vor Gästen. Es heißt, die Verlobte des Musikers habe zu wenig gegessen und getrunken, die warme Temperatur nicht gut vertragen und zusätzlich ja auch noch privaten Stress. Ihr Kreislauf versagte wohl, weil alles zur selben Zeit zusammenkam. Aus medizinischer Sicht sei es nicht vertretbar gewesen, Verena auftreten zu lassen. Zitat Ende. Also, das ist vorgefallen. Es ist jetzt erstmal nichts Gesundheitliches Schlimmes, sondern einfach nur zu wenig gegessen, wenig getrunken, zu heiß und einfach zu viel Stress. So ist das offizielle Statement von der Tageszeitung. Ich glaube, die sprechen hier vom Mallorca-Magazin. Von Bild, Entschuldigung, von Bild. So, okay. Ist jetzt ja erstmal keine große Schlagzeile. Was mich denn aber ein bisschen gewundert hat: Marc Terenzis Instagram-Profil ist ja ein bisschen ruhiger als manch anderes Promi-Instagram-Profil. Und bei ihm ging es dann aber richtig ab gestern, denn er postet, ich zeig euch das mal, eine Schlagzeile nach der anderen. Aber die Schlagzeilen, die er gepostet hat, waren ganz andere. Also nicht, dass Verena zusammengebrochen ist, sondern diese Schlagzeilen. Nämlich jede knutschende Schlagzeile, die man jetzt im Netz gefunden hat. Und das ist sehr merkwürdig, weil Marc sich ja eigentlich nie so richtig gezeigt hat, beziehungsweise Schlagzeilen gepostet hat. Aber hier scheint es den beiden sehr, sehr wichtig zu sein, dass dieses öffentliche Bild, das alles bei ihnen in Ordnung ist, wieder aufgebaut wird. Das war ja in den letzten Wochen und Monaten sehr stark zerrüttet. Und jetzt kommt nämlich das, was ich so ein bisschen schwierig an der ganzen Sache finde, nämlich,
kurz darauf folgten dann halt diese besagten Kussbilder auf verschiedenen Veranstaltungen, Martin Semmelrogge etc. Das heißt also, der mediale Fokus war nach dem ärztlichen Zusammenbruch von Verena Kehrt auf die beiden. Und dann scheinen die wohl den gesamten Abend auf einer Veranstaltung miteinander rumgemacht zu haben. Ist ja auch alles in Ordnung, sei ihnen gegönnt. Aber ihr versteht vielleicht den Zusammenhang zwischen Notaufnahme bzw. Notarzteinsatz und dann kurz darauf, ich zeige euch die ganze Liebe. Für mich persönlich muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich freue mich, wenn die beiden miteinander glücklich sind und hoffe, dass an diesen ganzen Vorwürfen nichts dran ist, dass da nichts, also wirklich, dass das wirklich alles genau so über die Bühne läuft, dass das sich als, keine Ahnung, als Gerüchte bewahrheitet. Aber dennoch, wenn das im Raum steht, muss das natürlich nachgegangen werden und man darf das auf keinen Fall verharmlosen. So, und jetzt schalten wir nämlich in die Gala. Hier sind nämlich die neuen Berichte. Krisengerüchte AD, sie können kaum die Finger voneinander lassen. Und das folgte dann auf die, Krankheitsstory von Verena, nämlich Schmuse-Stories. Und hier seht ihr das schon, hier geht's so richtig los. Und das ist nur einer von, Dutzenden Artikel, würde ich schon fast sagen. Mark Terenzi und Verena Kehrt zeigten sich schwer verliebt. Die Krisengerüchte der letzten Wochen scheinen ihre Liebe nichts auszumachen. Bei einem Event auf Mallorca zeigen sich Mark und Verena jetzt schwer verliebt. Sie posieren gemeinsam, können dabei kaum die Finger voneinander lassen. Sie tauschen verliebte Blicke, flirten und knutschen immer wieder wild miteinander rum. Das fällt auch Schauspieler Martin Semmelrogge auf, der bei den beiden bei ihrer heißen Live-Show zuschaut. Es scheint, als hätten sie am Wochenende auf Mallorca, wo sie bei einer Fashion-Show zu Gast sind, keine Lust, sich immer über die Gerüchte und Anschuldigungen der letzten Wochen Gedanken zu machen. Die hatten beide nämlich ganz schön zugesetzt. Mark Terenzi wird vorgeworfen, eine 15-Jährige sexuell belästigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Leipzig bestätigt gegenüber Gala, dass gegen den Sänger ermittelt wird. Auch in der Beziehung kriselt es in den vergangenen Wochen. Jüngste Fotos zeigen die beiden im ernsten Gespräch. Die Radiomoderatorin hatte dabei Tränen in den Augen. Doch das alles scheint nur Schnee von gestern zu sein. Mark und Verena sind bis über beide Ohren verliebt und das soll ja auch jeder sehen. Zitat Ende. Und also, das will ich einmal auch ganz kurz sagen, wenn ich mal mit Maxim ein ernsteres Gespräch führe, dann und man uns dabei fotografiert, heißt das ja nicht, dass wir miteinander Beziehungsprobleme haben, nur weil man mal ein ernstes Gespräch geführt hat. Versteht ihr, was ich meine? Also da, das ist auch Quatsch. Aber ihr seht den Zusammenhang zwischen Schlagzeile A, Verena Kehrt löst Notarzteinsatz aus, und Schlagzeile B, alle wieder glücklich verliebt. Also ich finde das von dem Zeitabstand sehr interessant. Und ich persönlich, ohne das jetzt als Vorwurf zu formulieren, aber ich persönlich glaube, nicht, dass dieser Notarzteinsatz bewusst ausgelöst wurde. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass man diesen Notarzteinsatz genutzt hat, um sich denn bei der nächsten Veranstaltung, wo ja eh schon die mediale Aufmerksamkeit auf die beiden gerichtet war, sich ein bisschen mehr bewusst verliebt gezeigt hat, um mit diesen ganzen Gerüchten, dass die Partnerschaft und die zukünftige Ehe in Gefahr ist, ausradiert wird. So, das ist so meine Vermutung. Das, denke ich, passt sehr gut in die ganze Geschichte rein. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu, ob ihr glaubt, dass Verena und Marc bewusst ein bisschen übertrieben haben bei ihrem Liebescomeback in der Öffentlichkeit, um allen es auch deutlich zu machen, und geht es gut? Oder glaubt ihr, nein, die sind total glücklich miteinander und die ganzen Vorwürfe und die ganzen Schlagzeilen, die im Raum stehen, die machen den beiden gar nichts aus. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, verabschiede mich jetzt, freue mich aber, wenn wir uns heute wiedersehen. Heute um 14 Uhr sehen wir uns wieder, vielleicht mit Katalog. Und da habe ich auch ein schönes Thema für uns vorbereitet, Freunde. Also, ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch einen hervorragenden Dienstag. Bis bald, tschüss. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.